Guten Morgen. Wie schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Nur für dich stehe ich so früh auf. Ehrlich? Andrea. Ja. Das ist eigentlich sonst, als heute der Wecker klingelte, dachte ich, das ist sonst der Moment, wo ich mich noch dreimal umdrehe. Na, du warst hier schon für Nadine, warst du auch schon hier und für Ingo warst du auch schon hier. Für dich stehst du auch so früh auf. Hoppla, stimmt. Das mit dem Einschleimen hat heute Morgen noch nicht so gut geklappt. Ach doch, ich habe dich schon sehr gelobt für deinen Nagellack und deinen Ring in Kombination mit dem Oberteil und stimmt. Deine Frisur habe ich auch schon sehr gelobt. Ist das nicht schön, wie wir uns hier gegenseitig mit Komplimenten überschütten? Weil ich bin ja auch ein großer Fan von Ina. Und von Inas Nacht vor allem. Ich finde das so herrlich. Deine Gäste, also du bist beschwipst am Ende deiner Sendung und deine Gäste auch, weil halt Wein und Alkohol und Bier und alles sowas im und Spiel Korn ist, genau, ausgeschenkt wird. Mhm. Ist das das Konzept dahinter? Macht ihr das, damit die Leute ein bisschen lockerer werden? Am Anfang nicht. Am Anfang fand ich es nur logisch, weil die Sendung ja in einer Kneipe ist, wäre es ja wieder sehr albern zu sagen, wir trinken hier nur Wasser. Das hätte ja keiner geglaubt. Nee. Also haben wir Bier getrunken und festgestellt, hups, Bier trinken macht ja doch auch redselig. Und der eine oder andere erzählt dann auch mal ein bisschen was. Und vielleicht auch was, was er vielleicht besser nicht erzählen sollte, vielleicht, oder? Ja, auch. Aber ganz schlimme Sachen würden wir dann auch nicht senden, ehrlich gesagt. Ach so, okay. Und die Sendung, als sie anfing, vor 10 Jahren, wir machen die Sendung jetzt seit 10 Jahren, hatten wir am Anfang ein paar Abende, wo wir gesagt haben, wir müssen ein bisschen aufpassen mit dem Trinken jetzt. Mhm. Weil wenn ich das selber höre, wenn ich so lalle und alles so doppelt witzig finde und man im Schnitt nüchtern am nächsten Tag denkt, oh Gott, oh nein, das können wir nicht machen. Jetzt finde ich immer so ein Level, dass ich sage, ich trinke mal alkoholfrei den ganzen Abend, manchmal einen halben alkoholfrei und dann später erst mit richtigem Bier. Aber ich glaube, die Sendung würde sogar auch funktionieren ohne Alkohol. Es ist, glaube ich, eher die Atmosphäre. Ihr seid in eine neue Staffel gestartet. Letzten Samstag ging es los, kommenden Samstag geht es weiter um 0.15 Uhr. Ja, aber da rege ich mich nicht mehr drüber auf. Ich finde es gar nicht so schlimm. Nee. Nee, ehrlich gesagt, bei manchen Sendungen, wenn wir da so richtig vom Lederteam sollten die Jungen nicht zuschauen. 0.15 Uhr auch ganz gut, finde ich. Ich bin nur erstaunt darüber. Ich meine, du hast mehrfache Auszeichnungen dafür bekommen. Den Adolf-Grimme-Preis, den Fernsehpreis. Du hast 2 Echos für deine Musik bekommen. Und trotzdem hast du immer noch Versagensängste? Ich meine, das ist doch Beweis genug, dass du alles richtig machst. Ja, aber die Versagensängste sind natürlich diese Aufregung. Also wenn man sehr lange, stehe seit über 20 Jahren auf der Bühne, vor der Sendung bin ich nicht aufgeregt. Mhm. Weil es kann ja nichts passieren. Bei dir kann so viel passieren. Du sagst nicht den richtigen Satz, wenn das Filmchen läuft, musst du darüber Sätze sagen. Im Gehen habe ich eben gerade festgestellt, das war ganz toll. Mir kann ja nichts passieren. Das Einzige ist, ich kann vom Tresen fallen und das wäre eher lustig. Mhm. Also selbst das wäre kein Fehler in der Sendung. Aber auf der Bühne kann so viel passieren. Und ich stehe jetzt seit über 20 Jahren auf der Bühne und ich weiß, was alles passieren kann. Mhm. Angefangen von blöden Hängern, wenn man keinen guten Tag hat. Das ist dann ganz witzig, wenn es in lustigen Songs ist, aber in sehr ernsten Songs ist so ein Hänger natürlich auch schrecklich. Also es bauen sich eigentlich über die Jahre immer mehr Ängste auf, weil man weiß, was alles passieren kann. Und das ist diese Versagensangst. Okay. Oder ich sag mal, ich bringe ein Album raus wie jetzt und keiner kriegt es mit. Das wäre so, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Diesen Spruch gab es mal. Und so eine Angst überfällt einen manchmal auch. Sie hat die Angst, weil nämlich keine CD hier auf dem Tisch liegt. Ach so, ja. Es gibt nämlich ein neues Album von Ina. Ich bin die, heißt es. Und du gehst auch ab Tour. Du wirst wieder auf der Bühne stehen und dann jeden Abend irre aufgeregt ab sein. Ab Januar 2017, ein Jahr lang. Ja, genau. Ein Jahr lang? Ja. Was für ein Stress? Nein, es ist toll. Aber das mache ich doch. Ist doch mein Beruf. Du stehst morgens um 5 auf. Das ist Stress. Ja, aber ich schlafe aus am und gehe abends auf die Bühne. Wenn Sie Fragen haben, Alina Müller, dann sollten Sie uns unbedingt anrufen. Unter der 0211 64 995 64. Sie können uns aber auch eine E-Mail schreiben an vollekanne@zdf.de. Oder Sie posten Ihre Fragen bei Facebook. Lass dir unseren Obstsalat gut schmecken. Ja, der sieht vielleicht, ich muss den jetzt einmal, darf ich den mal kurz irgendwo reinzeigen? Der ist also sowas habe ich noch nie gegessen. So liebevoll geschnippelt, ne? Ja, wirklich. Das dauert viele Stunden, weil für mich wurde der ja genauso liebevoll geschnitten. Wahnsinn. Also großen Dank nochmal übrigens auch an unsere Requisite, die sich hier jeden Morgen so liebevoll umsetzen. Alleine das ist schon Grund, hierher zu kommen. Schön. Genieß es. Bernhard Brink war auch schon bei Inas Nacht. Alle, du hast sie alle schon gehabt. Viele, ja. Hammer. Mhm. Bald gehst du selber auf die Bühne wieder. Ab Januar geht's auf große Tour. Einladung bist du unterwegs mit Ich bin die. Ich habe mir deine CD intensiv angehört und auch die Texte durchgelesen. Mhm. Und gerade bei diesem Titel Ich bin die, dachte ich so,
das ist doch zu 100% die Ina. Aber du hast nur Schlagzeilen Eine Mischung. Genommen von euch. Ich habe so ein paar Dinge, von denen ich weiß, sowas wie, ich kann nicht zuhören, wenn mir langweilig ist oder wenn es mich nicht interessiert. Ich unterbreche immer. Ich bin immer zu spät, diese ganzen Sachen. Plus, dann habe ich jemanden gucken lassen. Ich kann gar nicht selber Schlagzeilen angucken. Du googelst dich auch nicht. Ich will ja immer geliebt werden. Und da stehen so viele ganz schlimme Sachen drin. Und habe dann gesagt, guck doch mal nach, was kommt am häufigsten. Das ist natürlich, steht auf dem Tresen, singt immer zu laut mit. Also alles, was unangenehm ist. Das Ganze habe ich aber gar nicht aufgezählt, um mich selber niederzumachen, sondern eigentlich, um ein Liebeslied zu verpacken, also draus zu machen. Ein Liebeslied? Ja, weil das heißt ja dann im Refrain, wenn du alles gelesen hast, singe ich ja dann, es ist alles ganz schlimm, ich bin immer viel zu laut, aber du bist der Einzige, der weiß, wie man mich zum Schweigen bringt. Ich dachte es mir schon, siehst du? Aber hier die Textzeile, ich bin ungeduldig, irgendwie immer zu laut, bin oft zu spät. Stimmt denn das zum Teil auch? Ja, das stimmt alles. Das war ja der Gag. Ruhig mal alles hinschreiben. So ein Album ist ja auch immer ein bisschen eine Therapie. Also muss wie ich macht ja sich das für dein Umfeld bemerkbar, so dieses ungeduldig sein, zu spät sein? Ja, da ich ja in den meisten Fällen Chefin bin, sagt keiner was. Die trauen sich nicht. Ich glaube, ich bin streng. Ehrlich? Das hätte ich bei dir überhaupt gar nicht gedacht. Was? Hast du gedacht, wäre so locker, so kommen wir alle halt eine Stunde später? Ja, wenn du selber zu spät kommst? Ja. Ja, okay. Für mich ist aber zu spät, auch wenn wir sagen 12, dann sind bitte alle 7 vor 12 da. Und dann ist 12 ist eigentlich schon zu spät dann für mich. Ach, so eine bist du. Okay, wir wollen mal schauen, wie sie noch so ist. Wir schauen mal, was die Kollegen über dich zusammengestellt haben. Über Ina Müller. Ich hüpfe ja auch so gern, wenn der Schlagzeuger am Schluss diesen Abschlag macht. Das ich heiß, bin so oder? Gern Rockstar, ja. Du spielst gerne Rockstar? Ja, und wie, so von links nach rechts laufen. Ja, kannst du ab Januar ja wieder machen. Ja, ich freue mich auch drauf. Du hast ja vorhin erzählt, du spürst da schon so eine gewisse Versagensangst, wenn du auf die Bühne gehst. Wie machen sich denn die Minuten vor dem Auftritt oder wie macht sich dieser Druck auf dich in den Minuten vor dem Auftritt bemerkbar? Das sind ja die Minuten. Also ja. Wenn ich drauf bin, dann wird gefeiert eigentlich. Aber das davor, da ist so irgendwas, was der Körper nicht wegsteckt. Das ist so, wenn gestern Abend musste ich fliegen und der ganze Tag ist eigentlich hin, weil ich muss mich nur darauf konzentrieren, ich muss diesen Flug schaffen. Hast du Flugangst? Und beim Auftritt ist es eigentlich ähnlich. Du stehst schon anders auf, du verbringst den Tag anders und wenn ich auf der Bühne bin, ist es gut. Mhm. Aber bis dahin ist es ein anderer Tag. Ich kann nicht alles normal machen wie sonst. Ich bin aufgeregt, da ist irgendeine Aufregung, im Sonnengeflecht ist schon irgendwas los. Ich hätte gedacht, dass ich das im Laufe der Jahre einpendeln Bei mir will. Nicht, bei anderen vielleicht. Bei mir. Warum fährst du dann nicht mit dem Zug, wenn du Flugangst hast? Wollten wir, aber es sind echt 45 Minuten Hamburg, Düsseldorf und dann habe ich gedacht, komm, jetzt stell dich nicht so an. Und ich stelle mich dann auch nicht an und es war sehr spät. Wie überstehst du dann diesen Flug? Durch Ablenkung, durch, wie man das übersteht, eigentlich nicht. Was hilft ist, aber die halten einen halt alle für blöd, ne? Wenn du da sitzt und so machst, dann geht die Angst weg. Man weiß aber nicht, warum. Bei dir geht dann die Angst weg. Das ist aber nachgewiesen, warum das so ist. Weißt du was? Weil du das so sagst. Habe ich das nicht bei euch in der Sendung irgendwann mal gesehen? Nee, ich kannte das nicht. Habe Kerkeling war mal hier und der ist auch immer wahnsinnig aufgeregt vor Fernsehsendungen, vor Bühnenauftritten. Und der hat uns mal erzählt, der steht dann vorher auch immer so und sagt so. Du lenkst das Angstzentrum, glaube ich, ab, indem du irgendwo draufhaust. Es ist nur so, wenn ich dann alleine fliege und ich sitze da so in der Reihe. Die wahrscheinlich einfach zu viel getrunken in ihrem Leben oder irgendwas. Aber das ist Wir haben dich gerade mit verschiedenen Frisuren gesehen. Du hast ja verschiedene Frisurenexperimente hinter dir. Ich finde es großartig. Aber du hast uns auch mal erzählt, dass du mal Zuschauerpost bekommen hast von einem Ehepaar. Die haben mir geschrieben, wie gerne sie Inas Nacht sehen. Ja. Aber seit du kurze Haare trägst, gucken sie nicht mehr. Nee, das fanden sie ganz schlimm. Was war das Krasseste, was du so an Zuschauerreaktionen bekommen hast? Das war, glaube ich, das Krasseste. Heftig. Dass die geschrieben. Wir haben es immer ganz gerne geguckt, aber jetzt mit den kurzen Haaren, das ist ja ganz schrecklich. Wir gucken nicht mehr. Was macht das mit dir? Oder ich habe die Haare offen und dann kommen Zuschriften, die finde ich genauso nett. Wieso haben sie denn jetzt die Haare offen? Das haben sie doch gar nicht nötig. O-Ton. Aber was macht das mit dir, wenn du so eine Post bekommst? Ich lese es eigentlich nicht, außer meine Redaktion legt mir manchmal sowas hin, weil die selber so gelacht haben dann darüber. Also der Brief mit den kurzen Haaren, das kam noch richtig als geschriebener Brief von dem Ehepaar. Das andere ich hatte mal so eine bunte Bluse wie jetzt an. Und dann ist einfach, bunt im Sinne von gemustert. Ne? Das ist eigentlich modern, aber das weiß eben nicht jeder und vielleicht findet sie auch nicht jeder schön. Aber dann
brannte im Internet etwas, also auf unserer Facebook-Seite, über diese Bluse von Tante Käthe. Wie sieht sie wieder aus? Und das, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Diese Beleidigungen. Und deswegen halte ich mich ja da auch nicht auf. Ich halte mich ja im Internet wirklich auch nicht auf. Ist vielleicht auch manchmal ganz klug. Bei Facebook geht es manchmal echt ab. Also da muss man auch nicht alles. Es gibt auch viele nette Kommentare von Ihnen. Danke auch dafür. Aber da wird auch mal unter der Gürtellinie geschlagen. Genau. In dieser Anonymität. Und deshalb plädieren wir immer an die Netiquette. Kritik ist immer gut, aber bitte konstruktiv. Und wir sind ja auch Menschen, die geliebt werden wollen für das, was wir tun. Und vor allen Dingen, wir machen uns ja Gedanken. Wir stehen sehr früh auf und malen uns diese Fingernägel an für Sie zu Hause. Ja. Und wenn es dann heißt, wie kann man denn beim Frühstück schon Nagellack drauf haben, was sicherlich auch irgendwie kommen würde, dann verletzt uns das. Ja, aber wir wollen jetzt mal in deinen neuen Song reinhören. Denn bei Enas Nacht hast du jetzt einen Song präsentiert, eine neue Single von Ich bin die, das ist der Klammerblues. Und wir hören mal rein, wie das klingt. Der Klammerblues. Ich wollte Walzer danach tanzen, aber es ist ein langsamer Walzer. Und den kannst du nicht tanzen. Ich glaube, der geht ein bisschen anders. Der geht wie der normale Walzer, aber man muss immer so innehalten und dann erst wieder weiter tanzen. Deshalb ist es sitzen geblieben. Was steckt hinter dem Lied? Eine Freundin von mir. Weil alles, was ich singe, kann ich nicht selber erledigen und erleben, vor allen Dingen. Sondern eine Freundin von mir, für die ich vor Jahren schon mal das Lied Fremdgehen geschrieben habe, weil dieses Thema sich durch Jahre zieht bei ihr. Und jetzt ist dieses, ich kann das hier, glaube ich, heute erzählen, weil sie arbeitet und ihr Mann auch. Ja, hoffe ich. Du, man kann uns in der Mediathek sehen, ne? Okay, aber das tun sie nicht. Okay. Auf jeden Fall hängt die genau in dieser Schleife seit sehr vielen Jahren verheiratet und immer die Frage, soll ich noch mal von vorne, es läuft nicht mehr so, mir ist wahnsinnig langweilig, also das ist das Thema. Das heißt, die ist auch so Mitte 40, Ende 40, die Anfang 50. Und dann noch mal neu anzufangen, das fällt vielen schwer. Ja. Das ist dein Album, ist mir aufgefallen, ist ruhiger als deine anderen Alben. Ja, da sind einige, da ist sogar ein richtiges Liebeslied drauf, nicht so. Ja, das war für mich eine therapeutische Maßnahme, die sehr wichtig ist, weil ich seit vielen Jahren, ich schreibe ja immer mit Frank Ramon zusammen und der sagt dann immer, Ina, du kannst auch einfach mal ein Liebeslied ungebrochen, wo mal keiner ist traurig, keiner wird verlassen, keiner muss sterben, einfach nur mal ein Liebeslied, 1:1, für dich schiebe ich die Wolken weiter in dem Style. Mhm. Und immer, wenn wir anfingen, so einen Text zu schreiben, habe ich gesagt, oh Frank, ich muss mich übergeben, ich kann das nicht. Da muss doch jetzt am Schluss noch irgendwas, also mein Körper stößt es richtig ab, wenn da keine Ironie reinkommt oder nicht am Ende noch irgendwas gebrochen wird. Und dieser Song, den hat Jan-Philipp Kelber mit seinen Kumpels in Hamburg geschrieben, der jetzt ungebrochen drauf ist als Liebeslied. Mhm. Aber ich schaffe es auch wieder nicht, ihn alleine zu singen. Ich fand den nur richtig gut, wenn wir den unisono Mann-Frau, er hat eine sehr sonore, schöne Stimme, wir haben den ganz unisono zu zweit gesungen. Was ist denn so schlimm daran, ein Liebeslied zu singen? Er hat mich quasi so an die Hand genommen und wir haben es dann gemeinsam ins Mikro gesungen. Was ist denn so schlimm daran? Ich glaube, weil ich eine Kabarett-Vergangenheit in dem Sinne habe. Ich bin halt genauso, wie ich sage, ich bin Sängerin, bin ich eigentlich fast noch mehr eine Erzählerin auf der Bühne. Okay, verstehe. Und ich halte das nicht gut aus. Ich weiß nicht, warum. Es ist so, wie mir auch immer vorgeworfen wird, du befragst die Leute immer nach ihren intimsten Sachen, aber wenn man mich selber fragt, dann werde ich sofort albern oder rede Apropos über... intim. Johannes Oerding. Ja, was möchtest du wissen? Dein Freund und ein toller Musiker, der mich hier in der Sendung schon mal zum Weinen gebracht hat. Ich bin froh, also sein Bild ist genauso alt wie mein. Der hat mit dir zusammen die meisten Melodien geschrieben auf deinem Album. Wie läuft das da ab? Ungefähr so wie hier bei uns gerade, nur ohne Nahrung. sondern hier steht dann ein großes Keyboard und wir sitzen so in der Küche. Ich habe eine riesige Bank, wir bauen ein kleines Studio auf und dann treffen wir uns zum Musik machen, zum Komponieren. Großartig. Texte sind schon fertig, das braucht ihr als Vorlage. Und wer setzt sich da mehr durch? Johannes oder du? Nee, wir sitzen da so, wie wir jetzt hier sitzen und sage, ich mach mal na, 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 di, di. Ja, aber wenn du singst, da kann man nicht einfach so einen Ton spielen und dann wird ein bisschen gestritten und irgendwann ist der Song fertig. Herrlich. Das macht schon Spaß, ist schon toll. Ja, du bist ja mit dem Schlagzeuger zusammen. Ich bin mit dem Schlagzeuger zusammen. Wie ist es eigentlich rhythmisch, als Frau mit dem Schlagzeuger zusammen zu sein? Du meinst, der hat... Die sind doch immer so... Nee, macht er gar nicht, Gott sei Dank. Wo die stehen und gehen, ist doch immer... Nee, geht so. Aber wenn man heiratet, ist man eine Schlagzeugerbraut. Und deshalb war meine Anforderung, ich muss ihm am Schlagzeug was vorspielen und habe 8 Stunden Schlagzeugunterricht genommen und es hat funktioniert. Und er hat geweint. Ach, und alles war richtig. Aber die haben ja wahnsinnig Rhythmusgefühl, ne? So, nächstes Thema. Haben sie. Nee, warte mal, du kannst mal, du bist ja auch Moderatorin. Ja. Du kannst ja, wir haben ja hier in der Sendung nicht so wie du, muss man dazu ein Auto-Cue. Das heißt, wenn wir zu faul sind, unsere Texte zu lernen, dann gucken wir einfach in die Kamera
und lesen was ab. Und hier, liebe Ina, ist aus Facebook ein Lob für dich. Lies mal vor, was da steht. Ingolf Doppelpunkt. Ina Müller, die coolste Frau im deutschen TV. Bleib wie du bist und trink einen mit auf alle deine Fans. So mögen wir das, und oder? Und so geht am laufenden Band hier bei Facebook. Und wenn Sie noch mehr hinzufügen wollen, posten Sie gerne bei Facebook, schreiben Sie uns eine E-Mail oder rufen Sie uns an. Wir freuen uns drauf. So, jetzt geht's ab in die Staaten. Also wenn es nichts Außergewöhnliches zu berichten gibt, könnten wir heute in einer Woche schon wissen, wer die US-Präsidentschaftswahl gewonnen hat. Hillary Clinton oder Donald Trump? Es ist ein oft schmutziger Wahlkampf, der niemanden so recht begeistert. Da kommen dann so ein paar Glamour-Momente wirklich gerade recht, wenn sich Showstars in den Wahlkampf einschalten. Wir schauen uns mal an, welche Promis in den USA eigentlich welchen Kandidaten unterstützen und wie. Kriegt der man dich damit? Mit Fleisch? Ja, man kriegt mit allem. Hauptsache, ich kann irgendwas essen. Ja, genauso wie ich. Ja. Also, ich bin so ein Staubsauger. Wirklich so. Das Problem ist, in unserem Alter. Ja. Sammelt sich das alles am mittleren Ring und geht auch nicht wieder weg. Tust du was dagegen? Ach, ich laufe so ein bisschen, ja. Aber das mache ich eigentlich weniger, um Fett wegzukriegen, sondern mehr, weil mir sonst, ich habe das Gefühl, der Körper versteift so, wenn man sich nicht ständig bewegt. Ja. Also alles wird irgendwie, dem Körper geht es einfach viel besser, wenn man sich bewegt. Und wie oft kriegst du das hin? 3-4 Mal die Woche. So diszipliniert bist du? Ja, muss ich. Sonst? Will ich nicht, ja, sonst fühle ich mich nicht gut. Kann ich verstehen. Hast du eigentlich schon sowas wie eine Midlife-Crisis erlebt? Du bist jetzt 51. Nee, ich glaube, ich bin immer, bevor die kam, bin ich, glaube ich, immer abgebogen, ehrlich gesagt. Ich glaube, irgendwie, nee, habe ich, glaube ich, nicht. Und vor allem, ich habe einfach manchmal wahnsinnig schlechte Laune, vielleicht ist es das. Das hängt, glaube ich, damit zusammen. Das sind zusammen. Die Hormone, glaube ich, ja, und das könnte schon durchaus sein. Das merkt man dir aber bei Inas Nacht überhaupt nicht an. Es ist eine neue Staffel wieder gestartet, letzten Samstag. Nächsten Samstag geht es weiter. Wir haben mal aus... Wie viele Sendungen? 100 Sendungen habt ihr, glaube ich, über 100 Sendungen jetzt, gemacht. Ja. Wir haben mal ein paar Sekunden aus diesen über 100 Sendungen, 70 Sekunden, wieder die zusammengesammelt. Schauen Sie mal, Inas Nacht. Das Schöne ist ja, du kannst dich ja immer hinter den Fragen deiner Gäste, also der Zuschauer, verstecken. Die schreiben ja die Fragen auf die Bierdeckel und dann stellst du die Fragen von denen und kannst echt Fragen stellen, die man sich ja selber nie trauen würde. Ich kann dir ein Geheimnis fragen. Verraten. Sag manchmal, ne, wenn die Temperatur gerade stimmt und alles ist super, dann nehme ich auch einen Bierdeckel und dann mache ich so und lese einfach was, sage was anderes als draufsteht. Selbst so kann ich meine Fragen noch verstecken. Warum? Und Volker Lechtenbrink, in den bist du so ein bisschen verliebt. Hat sich so ergeben, weil der als Gast, der war so toll. Also der ist eh so toll. Mhm. Und wir wohnen beide in Hamburg und sind uns aber noch nie so begegnet. Und ich habe seine Musik früher schon immer so geliebt. Und jetzt kam diese ganze Musik wieder so hoch und ich habe das alles noch mal gehört. Und dann war der als Gast auch noch so toll und hat noch so schön gesungen, hat einen guten Humor und mir gefällt der sehr. Das heißt, der steht nicht oder stand auch nicht auf der Arschlochliste. Es gibt ja eine Arschlochliste bei euch und eine Doppel-Arschlochliste. Was muss denn einer haben, um auf die Arschloch- oder Doppel-Arschlochliste zu kommen? Also die Doppel-Arschlochliste ist wahrscheinlich, schätze ich mal, die, wenn ich das erklären soll jetzt, die wir alle als Arschlöcher bezeichnen würden. Und die normale Einfach-Arschlochliste ist die einfach ich vielleicht nicht mag. Aber auch die lade ich mittlerweile ein, weil wir haben jetzt 100 Sendungen gehabt, 200 Gäste, so viele Promis hat Deutschland nun auch wieder nicht. Und ich muss sagen, selbst die ich eingeladen habe, die ich nicht mochte, und ich nenne jetzt keine Namen, haben sich danach aber bis auf zwei immer besser, sind immer besser aus dieser Sendung rausgegangen, für mich gefühlt, als ich sie reingelassen habe. Und das ist eigentlich ganz gut. Das heißt, ein ordentliches Vorurteil spart zwar eine Masse Zeit, ist aber auch manchmal gemein. Aber da sind wir ja alle nicht vorgefeit vor diesen Vorurteilen. Vielleicht möchten Sie auch noch mit irgendwelchen Vorurteilen in Bezug auf Ina Müller aufräumen. Rufen Sie uns an, schreiben Sie uns oder posten Sie Ihre Fragen oder Vorurteile bei Facebook und wir gehen dann gleich drauf ein. Sagt Ina Müller. Darf ich einmal meine Obstschüssel noch mal zeigen? Das ist echt alles aufgegessen. Mhm. Bin total stolz auf dich. Ich auch. Guck mal, ich habe noch nachzuholen. Übrigens, Angelika Fotiadis schreibt was richtig Nettes bei Facebook. Facebook kann auch total nett sein. Liebe Ina, Sie sind für mich die coolste, zeitloseste, kreativste Frau im TV. Das ist wirklich nett. Kompliment, oder? Komplimente sind auch toll, finde ich. Und dann wird noch von Anhema T. gefragt, ob du vollständig ergraut seist. Tja, es ist etwas Lustiges passiert. Irgendwie kommen jetzt so dunkle Haare da wieder. Ich spreche ja gerne über Haare, weil bei mir ist wirklich immer was los. Haben wir ja gesehen im Filmchen vorhin. Jetzt kommen so dunkle Haare hier überall und meine Augenbrauen waren eigentlich schon schneeweiß und die sind jetzt wieder dunkel. Ich weiß nicht, was das ist. Jetzt hoffe ich, dass nicht demnächst hier so ein dunkler Bart. Das heißt aber, du bist oben schon grau und unten alles blond grau, gefärbt? Aber oder? Da sieht man, glaube ich, ist es noch nicht ganz weiß, aber es ist irgendwie zwischen
Aber es ist oben grau und unten bei Hunden blond, würde man sagen Straßenköter, glaube ich. Na, es ist alles grau und ich mache so blonde Strähnen da rein. Verstehe. Und wie jetzt? Du auch. Also du bist, bist nicht grau, ne? Ich gehe heute wieder zum Friseur, ich muss den Ansatz nachfärben. Aber warum gehen Frauen immer dann zum Friseur, wenn die Haare gerade am besten sitzen? Gerade wenn alle sagen, alle haben dir heute Komplimente gemacht für deine Haare, dass sie so gut aussehen und so gut sitzen. Und das ist immer der Tag, wo Frauen sagen, ich muss dich noch was fragen, was ich mich immer frage. Wenn man so oft moderiert wie du, ne, zieht man denn manchmal Blusen, so wie ich es gerade gesehen habe, weil ich in meiner Sendung diese Bluse anhatte, als wir den Ausschnitt sahen. Ziehst du so Sachen auch zweimal an? Ja, muss ich ja. Ich muss die Sachen ja alle selber kaufen. Ich ziehe da nicht jeden Tag was anderes an. Also in 3-4 Monaten habe ich das wieder an. Ach so, machst du, wartest. Du hast so eine Zeit dazwischen an 3-4 Monaten und dann wieder. Ja, so. Aber das darf man doch auch. Ja, natürlich, da regt sich doch keiner drüber auf. Ich sehe das selten, dass Moderatoren noch mal wieder dasselbe irgendwie anhaben. Es gibt solche und solche. Ja, nicht? Wir haben gleich noch mehr Zuschauerfragen für dich. Aber erstmal kommen wir zum Thema Medizin. Waren Mbarek und Fitz auch schon bei dir? Fitz, ja, Mbarek noch nicht. Der ist bestimmt auch cool. Keine Ahnung. Ich glaube, das wird ganz lustig, wenn der kommt. Gisela Schotte hat eine Mail geschickt. Ina Müller, die deutschlandweit beste Entertainerin. Einzigartig. Ihr sortiert die vorher raus. Nee, echt nicht. Die Kurzhaarfrisur fand ich einfach nur klasse. Bleiben Sie, wie Sie sind. Was mir auffällt, das sind vor allem die Frauen, die hier schreiben. Ja. Anna Stein. Nicht so schlimm. Liebe Ina, ich werde nie vergessen, wie ich dich vor Ewigkeiten zum ersten Mal im Fernsehen gesehen habe. Ein Auftritt mit Queen Bee. Ich war hin und weg. Du bist so unglaublich authentisch und lustig und gut aussehend. Und sie hat alle Folgen von Inas Norden. Oh. Ist das nicht schön? Ja. Wer kommt eigentlich am Samstag jetzt zu Inas? Westernhagen ist da und macht natürlich Musik, weil der jetzt sein Album raus hat. Und Leo Stennert singt ganz besonders, weil er seine Gitarre ganz besonders benutzt. Und Benjamin von Stuttgart-Barre. Und du singst natürlich wieder mit, ne? Ich singe nicht mit, weil die sind schon zu dritt. Westernhang kommt schon zu dritt rein, ja. Ach komm. Also von daher. Und dann wird noch von Silvia aus München gefragt, ob du auch ab und zu mal bei Johannes Oerding beim Konzert mit dabei bist und er auch bei dir bei Konzerten. Wir besuchen, wir besuchen uns gegenseitig und ich bin dann immer irgendwo hinten, weil dieses mit auf die Bühne gehen und singen ist nach einer Zeit auch mal so, ist auch mal gut. Ja, so, aber ab Januar kommt er dann mit zu dir als Besucher von hinten. Guck, was du da auf der Bühne treibst. Am 7. Januar geht's los auf Tour. Ich bin die. Schön, dass du heute bei uns warst. Ich bin auch aufgeregt. Das kann ich mir vorstellen. Wir werden es verfolgen. Alles Gute für dich. Für dich auch. Viel Spaß auf der Bühne. Dankeschön. Und bis bald wieder. Bis ganz bald wieder. Und wir sagen bis morgen wieder. Ich hoffe, Sie sind morgen wieder dabei. Ich guck. 5 nach 9. Bist du dabei? Ja, ich guck. Aus dem Bett. Ja. Wie schön. Tschüss, bis morgen. Tschüss. Schönen Tag noch.